Präsidenten Erdogan ist am Montag gescheitert. Eine rasche Lösung ist nicht in Sicht. Jetzt erzählen wir Ihnen eine Geschichte über einen Mann, der niemand kennt. Niemand kennt das wahre Ich des britischen Graffiti-Künstlers Banksy. Er malt und sprayt seine Werke inkognito, auch auf Trümmerteile und Fassaden in den umkämpften Palästinensergebieten. Just dort also, wo sich dieser Tage die Gewaltspirale wieder schneller dreht. Und so wird Kunst zur Politik. Dieses Bild zum Beispiel entstand an einer Hauswand in Bethlehem. Es zeigt einen israelischen Soldaten, der den Ausweis eines Esels kontrolliert. Ein bitterböser Fingerzeig auf die Ausweiskontrollen der Behörden. Für eine Viertelmillion Dollar kam das Werk letzte Woche in Kalifornien unter den Hammer. Und das zeigt, ein Banksy ist Gold wert. Das haben auch die Palästinenser gemerkt und wittern das große Geschäft. Doch wo Geld ist, ist auch Neid und Enttäuschung. Der Künstler stiftet Unruhe in einem Ort, wo Friede sowieso schon ein Fremdwort ist. Samira Zingaru mit der Reportage aus der Westbank und dem Gazastreifen. Ich hoffe, Banksy kommt nicht mehr zurück. Wir verkauften unsere Türe, ohne zu wissen, dass das Bild von Banksy war. Weil er ist ein großes Problem für die Palästinenser. Banksy hat mehr für uns getan als jeder Araber. Ich habe keinen Rappen in die eigene Tasche gesteckt. Also diese ganze moralische, in Amerika sagt man Bullshit, das geht mir wirklich an den Ohren vorbei. Ich bin Walid Zawara aus Bethlehem. Ich arbeite als Taxifahrer. Ich war die erste Person, die das Bild mit dem Esel entdeckte. Als Taxifahrer fahre ich jeden Tag diese Hauptstraße von Bethlehem entlang. Ich rief meine Freunde von außerhalb der Stadt an. Sie kamen hierher und sagten, wow, das ist ein Bild von Banksy. Wir überlegten viele Stunden und beschlossen, wir müssen dieses Werk ausschneiden. Walid Zawara ist Vater von 6 Kindern. Preisgekrönter Bodybuilder und 4-mal Mr. Palestine. Banksy kam in seine Heimat und säte mit seinen Graffitis Hoffnung. Aber auch Habgier. 150 Kilo. Der Horizont an Walid Zawaras Wohnort Beton. Diese Sperranlage trennt Israel von den Palästinensern. Trennt Ländereien, Familien. Für Israel ein Erfolg. Die Regierung glaubt, die Zahl der Angriffe auf Juden sei deswegen zurückgegangen. Für die Palästinenser ein Gefängnis. Nur wer die richtigen Papiere hat, darf es verlassen. Banksy malte in den palästinensischen Gebieten vor 10 Jahren zum ersten Mal. Anonym. Seine Spuren hinterließ er auf der Mauer und auf privaten Fassaden. Walid Zawara hatte die Idee, das Eselbild professionell auszuschneiden. Aber kein Geld. Er bat einen reichen Freund um Hilfe. Mein Name ist Michael Kanawati. Ich heiße Mike Kanawati und besitze in Bethlehem ein Geschäft. Ich habe nichts mit Banksy zu tun, außer dass ich ein Bild von ihm verkaufte und mit dem Geld eine Kirche renovierte. Wie viel ich der Kirche gegeben habe? Man sagt nicht, wie viel man der Kirche spendet. Die Hauswand, auf der Banksy den Esel und den Soldaten malte, steht in der Nähe seines Ladens. Ein Ausländer habe ihm den Tipp gegeben, aus diesem Banksy-Bild ließe sich Stein zu Geld machen. Kanawati zeigt der Rundschau Bilder der Arbeiten. Der Taxifahrer Walid Zawara fehlt gänzlich in seiner Geschichte. Dieser fühlt sich ausgetrickst. Als wir das Gemälde von Banksy ausschnitten, schöpften wir Hoffnung, dass sich etwas in unserem Leben verändert.
Es ging uns nicht darum, reich zu werden, sondern nur, dass sich etwas Kleines verändert. Ich war mit meinem Freund da und ich erinnere mich, wir aßen dort hinten in der Ecke Pizza. Er hat uns das Essen gekauft. Wir saßen da und sprachen davon, dass alles gut werden würde und wir etwas Geld erhalten werden. Mein Freund sagte, klar. Jetzt bin ich sehr traurig. Traurig, weil sein Freund Mike das Eselbild verkauft hat, ohne ihn offenbar ausbezahlt zu haben. Am Zipfel der Long Island im Bundesstaat New York residiert die Spitze der amerikanischen Gesellschaft. Hier fließen Millionen von Dollar, auch in die Kunst, wie an der Messe Art Southampton. Mein Name ist Stefan Kessler und ich rette Banksy, restauriere sie und verkaufe sie dann für viel Geld. Der gebürtige Münchner wird oft kontaktiert, wenn jemand an irgendeiner Fassade dieser Welt ein Banksy-Original vermutet. Er ist Banksys Galerist, ohne ihn angeblich persönlich zu kennen. Ich bin derjenige, der dieses Zeug verkauft. Ah, und wie viel kostet das? Das kostet jetzt zum Beispiel 480.000 Dollar. Dieses Teil hier kommt aus Palästina. Ja. Das war auf dem Misthaufen. Das schauen sich vier Leute an. Wir haben das rübergeholt, haben es restauriert und zeigen das eben auf Messen und sowas an Hunderttausende von Leuten. Also wer macht mehr für seine Kunst zum Zeigen, ich oder er? Wir. Das Eselbild aus Bethlehem habe er nicht gekauft, doch ließ Kessler andere tonnenschwere Banksy-Werke aus der Westbank abtransportieren. Sie haben einen Wert von je über einer halben Million Dollar. Von außen nicht sichtbar. In diesem Laden verbirgt sich ein Goldschatz. Nicht die Ware ist so wertvoll, sondern diese Wand. Ein Banksy-Original. Es zeigt ein Mädchen, das einen Soldaten durchsucht. Der Verkäufer hofft hier auf Touristen und will so von Banksy profitieren. Mit einem Souvenirladen ummauerte er das Werk. Denn diesen Frühling wollten zwei Männer das Bild stehlen. Dahinter steckte wieder Mike Canavati. Diesen April versuchte ich, das Bild auszuschneiden, doch die Polizei stoppte uns. Die Gemeinde verbietet es, weil Banksy angeblich zum palästinensischen Kulturerbe zähle. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, was Banksy damit zu tun haben soll. Ich heiße Essam Jua und bin stellvertretender Bürgermeister von Bethlehem. Wir betrachten Banksy als Künstler, der einen Fingerabdruck in diesem Land hinterlassen hat. Das ist ein Symbol für den palästinensischen Widerstand gegen die Mauer. Bethlehem verlangt deshalb vom Tourismusministerium, die Banksy-Bilder unter Denkmalschutz zu stellen. Jedenfalls die, die noch da sind. Der Nahostkonflikt schmerzt auch die Tourismusbranche. Bethlehem ist eine Pilgerstadt. Besucher interessieren sich neuerdings auch für Graffiti-Kunst an der Mauer und die Banksy-Bilder. So viele Mauern als Graffiti-Künstler macht es doch Sinn hier. Banksy fängt den Widerstand der Palästinenser sehr gut ein. Es ist bewundernswert, in solche Gebiete zu kommen und hier zu malen. Hier Kunst zu machen, ist eine starke Aussage, diese Grenzen zu überwinden. Banksy. In der Not wird er zum Business. Auch diese Türe hat Banksy angesprayt. Sie stand im Gazastreifen. Wir fahren zu ihrem Besitzer. Banksy nannte Gaza das größte Gefängnis der Welt. Der Krieg im letzten Jahr hinterließ ein Trümmermeer. Er machte 100.000 zu Obdachlosen. Über 2.000 Menschen verloren ihr Leben. Über die Hälfte davon Zivilisten. Israel blockiert Materialien für den Wiederaufbau. Die UNO warnt, so könnte der Gazastreifen in 5 Jahren unbewohnbar sein. اسمي ربيع ابراهيم ربيع دردوني
Mein Name ist Rabia Dardone. Als die Panzer kamen und die Bomben fielen, flohen wir in die Stadt. Später teilte man uns mit, unser Haus sei komplett zerstört worden. Nichts stand mehr. Nur noch die Türe. Banksy verewigte sich hier im Februar. Sein Video ging um die Welt. Auf Dardunes Türe platzierte er eine griechische Göttin, die trauert. Kurz darauf bot ein Palästinenser dem sechsfachen Vater $170 für diese bemalte Türe. Der Besitzer wusste nicht, dass sie im Kunstmarkt für das Hundertfache gehandelt würde. Wir haben die Türe verkauft wegen unserer finanziellen Situation. Wir brauchten jeden Schekel. Verstehen Sie? Uns ging es schlecht. Wir kannten weder Banksy noch seine Kunst. In der Westbank verkaufen Sie Postkarten von Ihrer Türe. Hervorragend, das ist gut. Die Türe ist bei der Polizei unter Verschluss und wird zum Gerichtsfall. Dardune will sie zurück. Es ist mein Lebenswunsch, dass die Türe um die Welt reist. Und ich würde mitreisen und so unser Leiden den anderen Menschen zeigen. Es geht mir nicht um das Geld oder dass die Türe in einem Museum ausgestellt wird. Banksy, auch im Gazastreifen ist er präsent. Kritiker werfen ihm Verantwortungslosigkeit vor. Er streue seine Bilder wie bares Geld, ohne darüber nachzudenken, dass sich Bedürftige in der Not darauf stürzten. Auch vom Haus dieser Familie blieben nach dem Krieg im letzten Jahr nur Trümmer übrig. Ich heiße Mohammed El-Shinbari. Nach dem Krieg habe ich hier ein Zelt aufgebaut und wohne hier. Nach einer Weile kam ein Ausländer mit einem Einheimischen. Sie malten an die Wand. Ich ging zu ihnen und habe den Übersetzer gefragt, was sie da malen. Er hat mir gesagt, das sei ein Zeichen, dass wir ein Anrecht auf das Leben hätten. Wie dieses Tier auch ein Anrecht auf ein Leben hat. Banksys Katze spielt nun im Gehege, zu ihrem Schutz. Denn bereits haben sich mögliche Käufer gemeldet. Doch er wartet auf das beste Angebot. Hier im Bundesstaat New York lagert Galerist Kessler die Banksy-Werke. So? Unter anderem auch ein Stück Beton aus der Westbank. Wir sind kontaktiert worden, nachdem die Inhaber gesehen haben, dass es unmöglich ist, sowas unrestauriert über eBay zu verkaufen. Das haben sie erst versucht. Und dann hat man uns eben kontaktiert. Und dann haben wir einen Deal mit denen gemacht. Dann ging es nach London. Und in London wurde es restauriert. Und dann eben auch nach Amerika eingeflogen, nach New York. Mehrere hunderttausend Dollar hat der neue Besitzer dafür bezahlt. Diese Kunstwerke werden dann eben flach zur Wand, in die Wand hineingebaut. In einer Villa? In einem Haus, in einem Bungalow. Alles weiß, viel Glas und mit Ocean View, also mit Seeblick. Und dann schaut der Hund also glücklich aus dem Fenster. Das ist doch wunderbar. In Miami auf den Palm Beach. Palm Beach. Bisschen gediegener. This is crazy people. Who buy piece of this fucking man, Banksy? Das sind verrückte Leute. Wer ein Bild von diesem verdammten Banksy für eine halbe oder eine ganze Million Dollar kauft, der soll lieber Menschen unterstützen, die kein Wasser haben. Okay, die Leute sind glücklich, sie trinken Champagner und denken, das ist Banksy. Doch wenn man $100 den Armen gibt, ist das viel wertvoller, als Geld für ein Stück Banksy auszugeben. Banksy, die High Society wandelt seine Gesellschaftskritik zum lukrativen Geschäft. Was meint der Künstler dazu? Die Rundschau bat ihn um eine Stellungnahme. Doch, wen erstaunt's, Banksy hat nie geantwortet. Die Reportage von Samira Zingaro mit Bildern von Matthias Kruitsch.
Mit der Flüchtlingskrise tauchte ja der Begriff der Willkommenskultur auf. Kulturplatz fragt,